Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Remake mit mir, dem Shartox. So, alles klar. Mysteriöserweise haben wir irgendwie überlebt oder beziehungsweise Barrett hat überlebt. Ja, hier ging gerade mit Genova, Sephiroth und alles aber die Post ab. Aber interessanterweise, Barretts Wunde wurde geschützt durch ein nihilistisches Wesen, Fragezeichen. Wie? I don't know. Aber wer da immer noch liegt und scheinbar really, really dead ist... Shinra. Und wen interessiert das? Red. Und wen interessiert das nicht? Tja, Cloud. Gut, alles klar. Haben wir das also endlich festgestellt und bewegen uns, gehen dann einfach mal weiter. So. Einmal kurz hinsetzen. Klingt nach einer guten Idee tatsächlich, um die HP und MP wieder aufzufrischen. So. Aber... dann geht's hier weiter, denke ich. Oder auch nicht? Ah, das Game will einfach, dass ich auf die zur anderen Seite gehe. Interessanterweise ist auch hier nochmal ein Automat und eine Bank. Ja. Oh, und da können wir hochklettern. Ja, bueno, warte mal. Schauen wir doch mal eben ganz kurz. Kaufen. Sind bestimmt wieder Megatränke. Im Sonderrabatt. Sehr schön. Alles klar. Ich bin eingedeckt. Und bereit natürlich für den nächsten Encounter. Wenn es einen gibt. Sephiroth! Nicht Sephiroth? Oh, da wurde uns gerade etwas sehr, sehr Interessantes offenbart, meine Damen und Herren. Okay, eigentlich wird uns die ganze Zeit irgendwas Interessantes offenbart, tatsächlich. Alles okay? Und, wo ist er? Abgehauen. Das sollten wir wohl besser auch tun. Hm? So viel dazu. Sind Sie sicher, dass Sie das tun wollen? Ja. Ja. Nein. Hä? Bist du verrückt? Wir können Shinra den Garaus machen. Bring Aeris nach Hause. Ich halte ihn auf. Dann kämpfe ich aber mit dir. Barrett. Geh schon. Bitte. Also gut. Aber beeil dich, okay?
Du bist also ein Soldat? Das macht mich quasi zu deinem Vorgesetzten. Ich war ein Soldat. Die Zeit ist vorbei. Lasst keinen entkommen. Bleiben wir zwei. Jetzt werd bloß nicht kleinlich. What the hell hat Rufus da für eine Scheiße an? Sorry. Aber da haben sich die Japaner wieder eine komische Kluft ausgedacht. Aber gut, okay. Soll wohl cool sein. Trifft nur nicht meinen Geschmack. So, das war natürlich... awesome. Aber ich glaube, damit hatte ich persönlich eher weniger was zu tun, oder? The Game. Das war einfach nur das Spiel. Nicht schlecht. Und sein Hund heißt Dark Star. Okay. Alles klar, würde ich sagen. Wollen wir mal schauen. Analyse. Sämtliche Angriffe erfüllen seine Schockleiste. Nur langsam. Erst wenn die Verbindung mit Rufus durchtrennt wurde, kann die Schockleiste gefüllt werden. Okay, also erst auf Rufus. Beide bringen gleich viel XP. What? Bei Fuß, aha. Los geht's. Ja. Abgelehnt! Oder abgelenkt? Nix abgelehnt. Alter. Okay, das ist ein Problem für mich. Was? Alter! Junge! Wie soll ich mich jetzt heilen? Blödkopf. Ja, leck mich einfach. Leck mich. Jo, unterbrich mich einfach genau zweimal, wenn ich mich heile und das war's. ATB, Tschüssikowski. Boah, wie ich sowas nice finde einfach, ne? Boah, das finde ich am Remake echt am besten. Geilstes Feature ever. Really. Alles okay? Nein, nix ist okay, du Spacko. Und? Wo ist... Ich klopfe mir gleich auch so auf die Brust und spiele dann King Kong. Oder Godzilla. Und dann mache ich Rufus fertig mit einem Punch. In sein Face. Because I'm One Punch Man! So, einen Augenblick. Was? Was? Nicht schlecht. Dankeschön, Arschloch. Ey. Langsam. Er macht einfach die ganze Zeit die gleiche Scheiße. Okay. Maybe I need Tactics. Tactics. Ey. Kannst du nicht zweimal blocken? So, danke. Heal ist da. Aber du, ne? Verdammtes Arschloch. Und dieser kleine Köter da macht, was er will. Die ganze Zeit, durchgehend. Was? Kannst du ohne Härchen nichts machen, oder was? So. Er heilt sein Härchen auch noch. Ich glub's nicht. Oh, das wird nix. Oh, ich wusste es! So, easy. Und der ist wieder full, okay? Na, komm her!
alles? Was? Macht mir das Spaß. Jetzt macht er wieder was, oder? Oh, okay. Das war dein Fehler, mein Freund. Da nichts unternommen zu haben in der Phase. Lächerlich. Was? Ja. Noch mehr. Nein. Oh mein Gott, Alter. Ripp. Ripp. Einfach ripp, Leute. Der nimmt mich einfach auseinander. Interessiert ihn gar nicht. Habe ich auch was Größeres zum Heilen? Bum, bum, bum. Ganz. Ich habe viele Sachen, aber nichts, was mir was bringt. Das ist schön. Okay. So, irgendwann bin ich auch wieder voll in meinem Leben. Da kann ich auch was machen. Nein, ich bin kein Hundefreund. Denn jedes Mal, wenn ich mit deinem Köter rumspiele, ist es doof. Hier, vielleicht kann ich deinen Hund einfach atomisieren. Nimm's nicht persönlich. Ist das für dich bloß ein Spiel? Ich meine das todernst. Und so soll's auch sein. Ja, natürlich. Freudig, sie war nur für dich. So, Darkstar. Jo, Alter, zieh deinen Hund einfach zurück, als wär's, keine Ahnung, ein fucking Jojo oder so. Wenn du sonst nichts zu tun hast. Na, wie findest du das, hä? Ich kann dich einfach tot spammen. Fast, zumindest. Ein richtiges Duell. Lass es uns unvergesslich machen. Okay, Rufus, jetzt kannst dich geehrt fühlen. Werde ich sterben. Ich bin bereit. Okay. Funktioniert gut mit den Blocken. Okay, ich habe R1 gedrückt, aber passiert halt nichts. Warum sollte denn auch was passieren? Oh, ist das witzlos. Ist das witzlos. Okay. Go for it. Okay, jetzt ist echt langsam Schluss hier. Zu überheblich. Irgendwas muss ich anders machen. Rauchkugel, okay, nice. Ich habe das Gefühl, ich kann einfach die ganze Zeit nicht agieren. So, okay, und blocken bringt gar nichts. Ja, und wo stehe ich jetzt? In welcher Scheiße fest, hä? Muss das sein? So, jetzt nenn mich nochmal überheblich, du Spacko. Ich frage mich, ob ich das irgendwie vernünftig countern kann. Der macht das die ganze Zeit. Der countert mich. So wie man mit Cloud countern kann, so macht er das mit mir die ganze Zeit. Ich kann's einfach nicht. Es geht nicht. Egal, was ich mache. Es geht nicht. Langsam.
Der gibt mir das richtige, gibt mir richtig so ein Gefühl, ein richtiger Noob zu sein. Ja, schieß doch. Na komm, mach. Ja, gib mir aber wirklich das Gefühl, ich bin einfach kacke. Okay, alles klar. Ich habe verstanden. Du willst also so diese, die mittelharte weiche Tour. Dann wollen wir mal. Ja, ich weiß. Ich weiß, du machst das die ganze Zeit. Es geht einfach nicht. Ich weiß nicht, wie ich den... Moment. Moment, Moment. Und trotzdem geht nichts, oder was? Egal. Who cares? Oh mein Gott, ist das Damage! Ist womöglich Geschichte. Da irrst du gewaltig. Shinra wird widerstehen. Durch meine Hand. Wie es wohl den anderen geht. Die lassen sich nicht so leicht unterkriegen. Darum... Was war das? Nicht wahr, oder? Cloud! Scheiße! Hey! Wir müssen ihm helfen! Hey! Was denn? Runter! Alles in bester Ordnung. Barret! Was schon wieder? Sind stolz auf mich. Hey, alles noch dran? Ich glaube, ja. Das ist doch ein Scherz, oder? Ah!
Ding niemals auf! Miststück! Das ist für dich! Er greift an! Na, das können wir auch! Und wie wir das können, meine Damen und Herren! Jesus Christ, what is going on in this game? Ne, jetzt mal im Ernst. Was geht hier ab, meine lieben Freunde? Und was haben die nihilistischen Wesen gerade mit Wedge gemacht? Das hat sich gerade so angehört, als hätten die den durch das Glas durchgepusht. Und wir waren gerade auf dem 64. Stock. Und das heißt, was haben die mit Wedge gemacht? Die haben gerade irgendwas von wegen Schicksal geredet. Das Schicksal ist vorausbestimmt. Auch sein Schicksal? Maybe, but maybe not. Vielleicht erfahren wir das in der nächsten Folge von Final Fantasy VII Remake.